Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ihr habt hier gelesen, es geht um viel Druck, ja, den wir irgendwann mal abbauen müssen. Genau, wir wollen nämlich ein bisschen Druckreduzierung machen. Und wann machen wir Druckreduzierung? Nach dem Intro. Um Druck abzulassen, brauchen wir zum einen so einen Tester. Den nutzen wir von Launch. Wir sind sehr zufrieden damit. Und? Ja, das Gerät sozusagen, was man im Prinzip hier auch zur Pannhilfe benutzt und so weiter, um halt sich den Bardruck anzeigen zu lassen. Und das Gerät, den Launch-Tester, brauchen wir natürlich nicht zur Druckreduzierung, sondern zum Einstellen des richtigen Drucks. Klugscheißen 100! Richtig. Sie haben gewonnen. Wir haben uns natürlich ein bisschen jetzt informiert, weil darum soll es jetzt in diesen kleinen Beitrag gerade gehen, also um diesen Kapitel. Warum und was muss man darauf beachten, wenn man den Reifendruck reduzieren will? Standardmäßig wird er mit wie viel ausgeliefert? Mit 5,5 Bar. Und das muss so sein? Das ist zumindest zugelassen, das ist auch okay. Das sagt Ducato, dass man das im Prinzip auf die Reifen aufbaut. Ist auch okay, kann man natürlich weiterfahren. Wer sich da mit dem Thema nicht beschäftigen möchte, ist das auch nicht das Problem. Was ist das Negative an 5,5 Bar? Es knallt halt sehr ins Fahrzeug rein. Wenn man nämlich den Wagen nicht so beladen hat, dann kann man den Druck dementsprechend reduzieren. Das richtet sich nach dem Gewicht der Achsen, also der Achslast. Und danach muss man halt nach Tabellen schauen, ob man denn den reduzieren darf, wie viel man ihn reduzieren darf. Genau, und dass das halt noch alles im Normbereich ist, im richtigen Bereich ist und dass der Reifen nicht überlastet wird. Das ist wichtig. Und da ist ein paar Informationen noch. Richtig. Dann leg mal los. Ja, ich habe natürlich als allererstes erstmal geschaut, und zwar im Fahrzeugschein. Es gibt zwei Nummern, und zwar gibt es die 8.1 und die 8.2. 8.1 ist die Vorderachse, 8.2 ist die Hinterachse. Das ist nämlich die gesamt zugelassene Masse der Achsen, also der Vorderachse und der Hinterachse. Muss man mal gucken, wie viel man eigentlich hat. Wir haben vorne 1850 Kilo und hinten 2000 Kilo. So, das ist das, was zugelassen ist. Mehr darf er nicht haben pro Achse. Wir sind mit 3,5 Tonnen auch noch drunter, aber wir bauen uns trotzdem ein paar Puffer ein. Kartoffelpuffer. Ja, nicht ganz, aber ein bisschen Puffer für den Reifendruck werden wir uns einbauen. Und zwar laut diesen Ansagen oder laut diesen Gewichten ist es möglich, dass wir die Reifen, das muss man auch pro Reifen gucken, weil jeder Reifen ist unterschiedlich. Wir haben den Michelin Agilis Cross Climate 225 75 R16C mit einer Traglast von 116 R. Also das heißt, man kann sogar noch ein bisschen mehr bei den Reifen machen. Die haben nämlich noch ein bisschen mehr Traglastmöglichkeit, was wir natürlich mit 3,5 Tonnen nicht nutzen. Vorderachse könnten wir runtergehen auf 3,5 Bar. Hinterachse könnten wir runtergehen auf 3,75 Bar. Das machen wir bei beiden nicht. So weit gehen wir nicht runter. Wir reduzieren zwar schon um 1,5 Bar, nämlich von 5,5 auf 4, aber wir lassen das erstmal beide Achsen gleich. Da sollten wir keine Unterschiede machen. Und genau, das heißt, das würden wir jetzt als erstes erstmal einstellen. Das ist also die Information für das Erste, was ihr schon mal brauchen wolltet. Und jetzt fangen wir an mit der Änderung des Reifendrucks. Der Reifendrucksensor, den haben wir jetzt schon eingestellt. Wir zeigen euch das aber mal, wie das genau funktioniert. Haben wir hier sozusagen so eine Service-Zurückstellung oder Service-Zurücksetzen, so heißt das Ganze hier in diesem Tester. Und ja, wie das im Einzelnen funktioniert, das zeigen wir euch jetzt. So, hier gehen wir auf das Reifendruckkontrollsystem, denn damit hat es zu tun. Ich habe schon die Zündung angemacht. Hier noch ein paar Hinweise, die muss man dann im Prinzip weitermachen. Hier auch nochmal der Hinweis, dass die Zündung eingeschaltet werden soll. Wir suchen uns das System raus. In dem Fall ist das hier ein Ducato. So, das muss dann gescannt werden. Das dauert dann einen kleinen Moment.
Hier sucht er sich natürlich das richtige Steuergerät aus. Da fragt er drei Stück ab. In drei verschiedenen Steuergeräten könnte das theoretisch sitzen. Ja, muss man kurz abwarten. So, erkannt hat er nur noch das Reifendruckkontrollsystem. Da drin steckt das Ganze. Also gehen wir auch dort rein. Und wir gehen in die Sonderfunktion. Unter den Sonderfunktionen, die verändern natürlich das Fahrzeug, das ist klar, kann man diese ganzen Dinge hier machen. Also es sind schon eine ganze Menge. Man kann die Fühler, also diese Fühlererkennung im Prinzip neu programmieren, wenn es halt ein neuer Fühler wird oder so ein neuer Sensor dementsprechend. Naja, aber was wir machen wollen, ist im Endeffekt den Vorder- und Hinterreifen Nenndruck schreiben. Da geht man dann rauf und dann ist das eigentlich eine geführte Sache. Also man geht eigentlich nur durchs System durch, sagt dann weiter. Jetzt steht hier schon 4000 Millibar, das sind 4 Bar drin. Die haben wir schon festgeschrieben, aber ansonsten könnte man das halt hier verändern und dementsprechend auf Weiter. Und er würde dann im Prinzip das Ganze schreiben, fragt dann auch nochmal ab, welchen Druck will man denn machen. Wir haben dann im Prinzip diese 4, ups, da sind wir schon zu schnell wieder raus gewesen, also diese 4 Millibar. 4000 Millibar und dann wird einfach nur noch weitergeklickt und dann ist man durch. So, jetzt haben wir natürlich noch eins getestet und zwar nochmal ausgelesen, wie viel Bar sollen die Reifen denn eigentlich haben. Also die lagen so zwischen, ich glaube, 5,7 und 5,9 Bar. Zumindest ist das der ausgelesene Druck. Ich glaube nicht, dass das ganz stimmt, weil wenn, dann wären die bei 5,5. Aber wir gucken mal, was das Gerät sagt. Wobei, naja, passt vielleicht. Der hat jetzt 5,4 Bar circa. Bisschen drüber, also zwischen 5,4 und 5,5. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Ja, wir lassen das Ganze jetzt erstmal ab. Auf so um die 4 Bar, nicht ganz, bisschen mehr. Und dann werden wir das schon hinkriegen. Mal gucken, was er dann sagt. Also Luft ablassen geht natürlich mit dem Gerät nicht so gut. Das ist ja eigentlich eher für das Aufpumpen gedacht. Ich habe jetzt einfach hier die Schraube ein bisschen gelöst und drücke dann sozusagen ein bisschen rein, so dass er ihn ablässt. Wir sind jetzt bei 4,3 Bar circa. Wir lassen da noch ein bisschen ab auf 4,0 und dann gucken wir mal, was das System sagt. So, passt. Ganz bisschen mehr als 4,1. Nee, Quatsch, ganz bisschen mehr als 4 Bar, also ein 4,05 wahrscheinlich. Genau. So, nächster Reifen. Das macht Stefan jetzt natürlich an allen 4 Rädern. Logischerweise zeigen tun wir es nur mit einem, weil wäre unsinnig, das jetzt 4 Mal zu zeigen. Das könnte ja schon vertrauen, das kriegt er hin. Und dann wollen wir nochmal schauen, was das System sagt. Funktioniert, funktioniert nicht. Und ob das alles so richtig toll dann das Fahrgefühl ist, das werden wir euch natürlich auch im Laufe dieses Videos nochmal sagen. Nutzt die Sprungmarken, also die Kapitel, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Da könnt ihr das immer wieder sehen. Ja, schauen wir uns jetzt nochmal die eigentlichen Reifendrücke an. Einmal natürlich, was wir eingestellt haben. Das kann man hier in diesem Service-Menü sozusagen unter den Datenströmen lesen, machen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das ist dieser Hinterdruck, den wir eingestellt haben. Dann haben wir noch den eigentlichen Ist-Druck, den er im Prinzip jetzt hat. Man muss erstmal ein paar Meter fahren, bis er das neu errechnet hat. Das ist nochmal drauf zu achten. Und wir wollen noch den Vorderachsdruck, den wir eingestellt haben, wissen. So. Dann gucken wir mal uns das Ganze an. Ja, soweit so gut. Das ist der eigentliche Ist-Druck, den wir für die Hinterachse eingestellt haben. Also 4000 Millibar. Das sind die gemessenen Druck für die Hinterachse. Linke Seite, rechte Seite. Also das sieht auch ganz gut aus. Der Reifendruck von vorne links haben wir hier noch dabei. Und hier kommt der Reifendruck von vorne rechts. Ja, und zum Schluss natürlich noch den Reifendruck, den wir eingestellt haben, der mindestens erreicht sein soll. Also unter dem sollte es ja nicht sein. Das ist der mindeste Reifendruck, den wir führen, ist für die Hinterachse. Ja, damit sollte das erfolgreich erledigt sein und wir haben das nochmal geprüft, also alles ist okay.
Zeit fürs Fazit, denn wir sind ein paar Kilometer gefahren und können euch jetzt berichten, bringt das was? Ja. Oder nicht? Das können wir euch jetzt berichten. Was berichten wir denn? Also, ich höre weniger Geklapper. Ich werde weniger durch die Welt umhergeworfen. Ja, ist richtig. Du hast einen besseren Fahrkomfort, definitiv. Also der Wagen bleibt jetzt auf der Straße, da wo er sein soll, und geht nicht immer hin und her, wenn ein kleines Schlagloch kommt. Ich finde ihn auch leiser. Das ist auch der Fall. Also alles im allen Fazit sehr positiv. Kann ich jedem empfehlen, den Reifendruck zu reduzieren. Ja, von daher, das ist auf jeden Fall viel wert. Aber richtig ist wichtig ist natürlich dann auch den Puffer noch einzubauen. Also ja, laut den Tabellen und so weiter auf 3,5 bar reduzieren könnte man fast oder 3,75. Nee, könnten wir nicht, weil dieser Lounge-Tester gibt es gar nicht vor. Du kannst nur das Steuergerät gibt es nicht vor, oder? Genau. Also der Lounge-Tester könnte es schon, wenn denn das Steuergerät es hergeben würde. Tut es nicht, also von daher ist das auch, ich sag mal, wichtig zu beachten. Der Reifendruck selber ist immer etwas höher, also den man ausliest sozusagen, ist immer etwas höher als der tatsächliche Reifendruck. Also das passt nie ganz genau. So genau sind die Sensoren einfach nicht. Sie sollen ja nur einen plötzlichen Druckverlust erkennen und das ist wichtig und das tun sie und dafür ist das System ja gedacht, aber einfach so reduzieren geht ja nicht. Man muss das über einen Tester machen, weil sonst hat man dann dauernd die Warnleuchte an und das bringt uns ja allen nicht weiter, denn dafür sind die Systeme da, uns zu warnen, wenn wir einen plötzlichen Reifenverlust haben. Auf jeden Fall sind wir froh nochmals, dass wir diesen Tester haben, für euch nochmal selbst bezahlt. Ja, es ist dann Werbung, weil wir den Namen andauernd nehmen. Genau. Wie gesagt, es ist der Mod 3 von Launch Professional Diagnostic Tool. Wenn ihr Interesse habt, das ja im Prinzip auch zu machen, den Druck zu reduzieren, dann entweder müsst ihr natürlich so einen Tester haben, der das auch der das kann. Das sind die größeren Geräte natürlich nur mit den Servicefunktionen oder halt in eine Werkstatt fahren, die das kann. Mittlerweile gibt es da, glaube ich, eine ganze Menge Werkstätten, das hoffe ich zumindest. Fiat sagt immer so nach dem Motto, nee, sie können das nicht. Ich glaube schon, dass sie es können, sie dürfen es aber nicht. Ich glaube, so sieht das aus. Hin oder her, Peugeot, Citroën, die machen es, das habe ich schon öfter mitbekommen. Und ich glaube, unsere Werkstatt, die kann das auf jeden Fall auch. Ja, da ist der Florian, glaube ich, sehr hinterher, dass das auch funktioniert. Die testen nämlich auch gerade ein Launch-Gerät und auch noch ein Gutmann-Tester. Also von daher. Und ein Bosch-Tester. Ein Bosch-Tester, genau. Natürlich haben sie auch die VW-Tester, das ist klar. So, und jetzt hören wir einfach mal aufzulabern, weil ja. Wir sind jetzt schon wieder im Tester-Modus drin. Du hörst ja gar nicht mehr auf. Wir sind froh, den Reifendruck, der ist jetzt runter. Damit haben wir ein besseres Fahrkomfort. Und wie gesagt, besorgt euch einen Tester, fahrt zu einer Werkstatt und dann könnt ihr es auch haben. In diesem Sinne, wenn ihr noch Fragen habt, dann rein runter in die Kommentare. Gebt gerne ein Like für dieses Video. Freut uns dann sehr. Abonniert diesen Kanal. Das freut uns noch mehr. Und dann bleibt gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.